Ja, und jetzt sind wir bei der Beleuchtung. Über die redet man ganz selten bei einem E-Bike, ne? Geht meistens ein bisschen unter, ja. Ja, es gibt sogar, es soll noch welche geben ohne Beleuchtung. Ja, die werden verkauft, neue E-Bikes ohne Licht, weil man kann sich ja dann so Batterielampen hinstecken. Also ja, Batterielampe, vielleicht habe ich sie auch schon mal eine gehabt, wenn sie brauchst, ist sie leer. Also unmöglich. Da wir ja einen starken Akku hier selber drin haben, nehmen wir natürlich den Strom von dem Akku weg und versorgen dort mit Rücklicht und Scheinwerfer. Ja, soll man eigentlich, wann schaltet man eigentlich das Licht ein, gell? Also man sieht es ja beim Auto, es gibt das Tagfahrlicht und eigentlich sollte man das auch am E-Bike umsetzen, weil man will ja gesehen werden, man ist ja immer leicht im Nachteil mit einem E-Bike und einem Auto, dann hat der E-Bike-Fahrer immer den Nachteil. Und wer kennt es nicht, gerade im Wintermonat ist es meistens, wenn man zur Arbeit geht, dunkel, wenn man wieder heimfährt, ist es dunkel und da will man gesehen werden und man will auch was sehen. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir bauen hier einen hochwertigen Scheinwerfer ein. Ja, so ist es, ja. Gell? Und dass man einfach was sieht. Ja, also gehört ja zu Ihrer persönlichen Sicherheit. Ich verfolge seit Jahren Presseberichte über Unfälle mit E-Bike-Fahrerinnen. Und wenn man diesen Artikel dann genauer liest, dann stellt man fest, dass meistens die E-Bike-Fahrer übersehen werden. Und vor 3 Jahren etwa kamen wir auf die Idee, dass wir jedes unserer E-Bikes mit Dauerlicht ausstatten, das wir ausliefern. Dann gab es aber wieder Kunde und Kundinnen, die haben gesagt, das wollen wir nicht, aus welchem Grund auch immer. Wahrscheinlich, weil es die Reichweite auch etwas einschränkt. Das dürfte so zwischen 5 und 7 Kilometer sein, weniger Reichweite durch das Licht. Macht aber an den großen Akkus mittlerweile kaum noch was aus. Und mir plädiere einfach dafür, fahren Sie immer mit Licht, damit Sie gesehen werden. Und was wir auch noch tun, das ist also hier, den kennen Sie bestimmt oder auch nicht, das ist so ein Abstandhalter, den schraube mir an jedes E-Bike, das mir verkaufe, schraube mir das kostenlos hin, auch wieder so eine Zugabe. Das machen wir, weil wir uns verantwortlich fühlen für unsere Kundinnen. Und ich habe also in vielen Selbstversuchen, habe ich das ausprobiert, wenn ich auf Straße kam, die stark befahren waren. Und das gibt es manchmal, wenn du auf E-Bike-Tour bist, dann hört der Radweg auf, dann wirst du auf eine Straße geleitet. Und da ist ein Verkehr, dann kommen LKWs und so. Und ich habe es dann ausprobiert, indem man nun, oh, es läutet sogar vor Freude die Glocken. Also wenn Sie jetzt nun auf so einer vielbefahrenen Straße, wenn Sie da jetzt so diese Keller rausschwenken und dann werden Sie feststellen, dass die Autofahrer etwas verhaltener überholen. Also die warten auf bessere Gelegenheiten, wenn wirklich frei ist und sie nehmen größeren Abstand. Also mehr Abstand, ja. Freuen Sie sich über diese Zugabe hier. Es ist ganz nicht einfach, diese Dinger zu beschaffen. Wir haben sie und montiere sie auch extra für Sie hin. Und wenn es Ihnen nicht gefällt, naja, dann würde ich sagen, dann schraube ich es einfach ab und halte es einem Corona-Menschen. So entgehe ich und sage, stopp, stopp, hier, hier, Achtung, Abstand halten.